Aufräumen. Alter, ist hier staubig! Kotze! Bildschirm. Hallo Mario. Hallo Ganondorf. Wusstest du, dass wir jetzt bald völlig überflüssig sind? Nein, wieso denn? Wer holt sich denn noch für 1000 Euro teure Amiibos, die er sich eh nicht leisten kann, die sowieso in der Sammlerkondition sind, wenn man das Ganze als Karten haben kann? Aber Ganondorf, warum sollte man das tun? Wir Figuren sind doch super awesome. Ja, wir sind super awesome, aber auch super scheißendrecksteuer. Das stimmt. Und deswegen gibt's für Leute, die auf der Switch was zocken wollen, auch was viel Besseres. Amiibo-Karten. Was? Nein! Ja, ihr habt's mitbekommen. Amiibos sind der Shit. Super kleine Sammlerteile, die dich dazu verleiten, immer mehr Geld auszugeben, obwohl du das überhaupt nicht willst, weil einfach super tolle Sammelfiguren und wirst sie überall aufstellen und wirst sie alle haben. Also ich habe mal nachgeschaut, was die komplette Kollektion kostet, die ich jetzt für Breath of the Wild brauchen würde, und dies ist mir einfach zu viel Geld. Klar, man kriegt da diese tollen Boni durch den NFC-Chip am Boden, aber dann habe ich mir gedacht, das muss doch auch günstiger gehen, das muss doch auch einfacher gehen. Das kann doch nicht sein, dass ich da 1400 Euro ausgeben muss, nur weil ich Epona haben will. Jeder will Epona haben. Nintendo, ihr verdammten skrupellosen Genies. Wir wären nicht die Geekfreaks, wenn wir nicht versuchen würden, dem Ganzen ein kleines Schnippchen zu schlagen. Ihr habt euren coolen Pro-Controller oder The Real Deal, das Teil mit den hier Joy-Cons, die sich super scheiße steuern lassen übrigens. Und ihr habt euch gedacht, hey, Bonus-Content. Ihr geht so in den Mediamarkt und schaut euch auf die Preise und denkt so, ja, 16 Euro, ja, 14 Euro. Und für die coolen, die kriegt man eh nur noch bei eBay, 70 bis 80 Euro. DLC-Content mal anders. Preise, die Amiibo-Karten. Also natürlich habe ich mal wieder im Internet geschaut, weil ich mir gedacht habe, hey, diese ganzen Amiibo-Teile, das kann sich kein Mensch leisten. Also habe ich geschaut, gibt es was Günstiges? Das sind Amiibo-Karten. Also die haben alles, was die Figur hat, außer die Awesomeness des Aussehens. Wenn ihr Bonus-Content für Breath of the Wild haben wollt, also diese tollen Loot-Kisten und das ganze Zeug, und ihr wollt nicht ewig viel Geld ausgeben für Amiibo-Figuren, könnt ihr auch einfach diese Karten nehmen, könnt ihr an dem NFC-Erkennungschip halten und zack, ihr bekommt den Content. Wie ist das Ganze zu verstehen? Das ist wahrscheinlich ein China-Rip. Da haben sich schlaue Chinesen gedacht, komm, wir nehmen jetzt mal die ganzen Amiibos und scannen die ein, laden das auf den Chip auf diesen Karten und zack, können wir das sehr, sehr günstig verkaufen. Diese Amiibo-Karten, also der komplette Sammlerpaket mit allen, das sind alle, hat mich nur 17 Euro inklusive Versand gekostet. Ist innerhalb von 4 Tagen da gewesen und jetzt kann ich jeden Tag meine Pseudo-Amiibos laden, zack, und krieg die Lootkisten oder halt den schönen Rüstungsinhalt oder die Klamotten oder den ganzen tollen Exklusiv-Content, den man sonst nur für ein schweineteures Vielfaches von dem Geld bekommt. Also ich nehme jetzt meine hier Nintendo Switch und jetzt schaue ich mal, hier ist mein Amiibo-Teil. Und um zu beweisen, dass das Zeug auch funktioniert, welche Karte nehmen wir? Oh, wir haben hier den Wind Waker Link. Hallo Wind Waker Link. Fokussier! Naja gut. Und den legen wir jetzt hier drauf, so auf dieses Pad. So, hier. Zack, und da kommt der Content. Woo, Content! Leg sie hier oben drauf. Zack. Und ich bekomme den Content. Ocarina Link. Mein Tipp richtet sich natürlich an alle, die auf die Amiibo-Figuren verzichten können, weil die kosten ja, wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich da 1400 Euro ausgeben muss. Und alle, die die Figuren nicht unbedingt benötigen oder nicht die Hardcore-Mega-Sammler sind, die würden sie sowieso niemals aus ihrer Verpackung nehmen, denen kann ich sagen, die Karten funktionieren astrein, wie ihre originalen Pendants, sind auch eigentlich recht hübsch, also jedes hat ein kleines, sehr hübsches Artwork, muss ich sagen. Falls ihr also Amiibos haben wolltet für ihre Software-Funktionalität, kann ich euch die Karten hier wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Es ist sogar möglich, mit einem Kartenlesegerät sie zu überschreiben und eigene NFC-Dinge drauf zu machen. Zu den Karten an sich gibt es relativ wenig zu sagen. Natürlich ist vorne ein relativ hübsches Artwork drauf mit der Amiibo-Figur, die dieser NFC-Chip beinhaltet. Und hinten drauf natürlich ein Branding. Das ist jetzt das Kartenset für Zelda. Es gab es natürlich für Super Smash Bros. Und andere Spiele auch, auch für 3DS-Spiele. Ich finde die Auswahl recht hübsch. Ich finde es auch super gemacht. Preislich ist es natürlich absolut unschlagbar. Natürlich hoffe ich, dass unser Tipp euch wie immer gefallen hat. Und für alle anderen, kauft euch diese super Teile. Karten, 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 Karten!
Endcard. Also jetzt nehme ich eine dieser Karten und das ist jetzt die Endcard. Die wird wahrscheinlich nicht scharf werden, aber es ist egal. Und das ist super toll. Da ist auch ein Video, das ist cool. Das geht wahrscheinlich nicht über die Switch, weil das mein erstes Switch-Video ist. Aber es könnte trotzdem super cool sein. Schaut mal rein, vielleicht ist das ja auch irgendwie was für euch. Und ja, bis zum nächsten Mal, nicht? Jo. Wow.